Ja, hallihallo, hier ist Christian Schemeiner, Paartherapeut und Beziehungscoach in Hamburg und ist mal Videoblog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. So, sie ist da, die Liebeship-Extremwoche. Endlich die Woche mit mit größten Rabatten im ganzen Jahr. Und zwar ist das jetzt für eine Woche bis zum 1. Dezember. Bekommt ihr praktisch alle meine Kurse für 20% günstiger und alles, was ihr machen müsst, ist eingeben. Liebeschip 20 im Buchungsprozess, groß geschrieben, Liebeschip 20, ganz einfach zu merken, 20% Liebeschip. Ohne Leerzeichen schreibe ich auch nochmal unter das Video und dann gibt es praktisch überall 20% drauf für eine Woche. Verpasst es nicht, ist wirklich die größte, definitiv die größte Aktion, die ich im ganzen Jahr mache. Gut, aber dann mal zum Thema. Ich kann meinen Partner nicht mehr richtig riechen. Das ist ein interessanteres Thema, als man jetzt gemeinhin denken könnte. Und ich wollte eigentlich immer mal so ein Video darüber machen, weil mir das immer mehr, das Thema immer wieder untergekommen ist und ich dachte, das kann doch nicht sein, aber mittlerweile ist es spannender, als ihr denkt, glaube ich. So, wie geht das Drehbuch weiter? Lieber Christian, dank dir habe ich es geschafft, von meinem Ex loszukommen. Ist es nicht der Wahnsinn, dass du so vielen Menschen hilfst und das übers Internet? Ja, also, ja, danke. Erstmal, ich misse das tatsächlich. Ich kriege ja relativ wenig. Ich kriege schon viel Feedback, aber nicht so ganz direkt. Das hat sich jetzt aber geändert, seitdem es diese Lesung und die Liebeschip-Party gibt. Kommt übrigens zur Liebeschip-Party nach Berlin, 14.03.2020. Seitdem muss ich schon sagen, hätte ich nicht gedacht, dass allein die Videos schon viel helfen. Und dann gibt es ja noch die Kurse. Genau. Macht die auch wirklich. Es bringt wirklich nochmal einen Boost. So. Vielen Dank dafür. Es hat mehrere Runden gedauert, aber die Beziehung, die wie aus dem toxischen Lehrbuch gewesen ist, hat mich wachsen lassen und ich habe wahnsinnig viel gelernt. Ich bin sogar dankbar, ihm begegnet zu sein. Ohne ihn hätte ich viele Sachen nicht erkannt. Jetzt geht es weiter mit dem Lernen und hier stocke ich etwas, weshalb ich hier schreibe. Vielleicht sind meine Fragen für andere Zuschauer auch interessant, die an einem ähnlichen Punkt sind. Ich habe ein Jahr lang nicht gedatet, hatte einfach keine Lust, wollte zu mir kommen. Keinen Sex, keine Gefühle, kein Durcheinanderbringen, sondern ich wollte mich wieder einordnen. Das war super, denn ich habe das erste Mal in meinem Leben gemerkt, dass ich lieber allein statt in schlechter Gesellschaft bin. So wichtig die Erkenntnis. Und nochmal, mein Ziel ist, also auch euch wirklich in diese modernen, tollen Beziehungen da in die Richtung zu kriegen. Aber mein Ziel ist vor allen Dingen, dass ihr nicht in toxischen Beziehungen seid, weil kann auch hervorragend als Single glücklich werden. Also, es ist total in Ordnung, völlig fein. So. Vor ein paar Wochen habe ich einen wirklich sehr netten Mann kennengelernt. Nach einem Jahr bin ich langsam wieder so weit, mich auf jemanden einzulassen. Optisch nicht so mein Typ, aber das macht nichts. Charakterlich würden wir richtig gut zusammenpassen. Ich habe eine Liste gemacht, in der erfüllt fast alle Punkte darauf. Also eigentlich ein Volltreffer. Mein erster Eindruck, ein ganz normaler, gesunder Mensch. Ich mag ihn sehr gerne. Aber ich habe wohl einen Punkt vergessen, den Universum ausleuchten. Ja, man muss immer sehr genau sein. Sein Geruch, ich kann ihn nicht riechen. Was für ein Riesenmist. Er ist gepflegt, es ist sein Eigengeruch. Zu Anfang wollte ich es nicht wahrhaben, habe es draufgeschoben, dass ich nicht damit klarkomme, dass da ein Mann ist, der wirklich toll ist. Ich dachte, ich suche nur eine Ausrede, weshalb ich nicht mit ihm zusammen sein kann. Darum treffe ich mich jetzt weiter mit ihm, weil ich meine alten Muster durchbrechen will und bin fast von mir selber enttäuscht, wenn ich merke, dass dieser Geruch mich abstößt. Ich will ihn nicht küssen. Da kommt wieder das alte bekannte Stimmchen in mir hoch. Vielleicht ist das deine letzte Chance. Wenn du jetzt nicht zugreifst, ist der Zug abgefahren. Probiere es, du bist 36 Jahre alt. Welcher Zug soll denn mit 36 abgefahren sein? Kannst du mir das mal sagen? Da kenne ich keinen Zug. Übergehe den Geruch.
Und so weiter. Ist das eine andere Art der ungesunden Bedürftigkeit? Zeigt sich bei uns Pluspolen dies mit unterschiedlichen Gesichtern? So, als ich jetzt ein Jahr lang alleine war, war ich viel entspannter. Jetzt ist da ein Typ und auf einmal macht mein Unterbewusstsein einen Druck. Hä, warum jetzt plötzlich? Ist das nur wieder ein Test zum Universum? Ich bin gerade völlig durcheinander. Mich würde das interessieren, weil ich es selbst erstaunlich finde, wie präzise und nach einem Muster durch toxischen Beziehungen ablaufen. Das habe ich kapiert und frage mich, ob es jetzt auch danach eine Art Drehbuch gibt. Worauf ich hinaus will, wo bleibt jetzt die Belohnung in Form des passenden Partners? Ja, so, die kommt immer nicht so schnell, wie man denkt. Ich bin irgendwie enttäuscht. Vor allen Dingen von mir. Ich denke, die ganze Zeit stell dich nicht so an und greif zu. Ja, das ist dein Ego, das kannst du mal rauslassen. Der Richtige müsste doch langsam auftauchen oder kommen da noch weitere Tests und Hürden. Also es ist eigentlich nie ein Partner, fast nie. Kann auch sein. Und das ist, glaube ich, könnt ihr auch mal kommentieren drunter. Ich glaube, für viele haben so eine Phase, wo sie denken, ach, das habe ich doch verstanden, wieso kommt da niemand? Ja, aber heute wollen wir mal auf dieses Geruchsthema eingehen. Mein Bauchgefühl sagt mir, dass ich diesen Mann nicht anziehend finde. Ja, hör auf dein Bauchgefühl. Mein Bauchgefühl sagt mir, dass ich dass ich noch immer in alten Mustern stecke und nette Männer abstoßen finde, weil ich insgesamt immer noch auf die toxischen Typen stehe. Ja, das ist, glaube ich, jetzt nicht so ganz falsch. Deshalb zwinge ich mich weiter mit ihm auszugehen. Oder es ist einfach okay, dass die Körperchemie nicht zusammenpasst. Oder es hat überhaupt nichts damit zu tun, dass ich irgendwie nicht mal Land am Zaun habe. Verwirrte Grüße. Ich danke dir für deine Arbeit, ohne die ich sehr viel länger gebraucht hätte, um mich selbst zu retten. Ja, also das wird, denke ich, nichts hier, weil wir haben natürlich Kompatibilität und Chemie und das ist jetzt ein Chemieproblem. So, aber ich habe es tatsächlich von ganz vielen Leuten gehört, die sagen, gerade in toxischen Beziehungen, was übrigens auch andere Drogen-User sagen, spielt der Geruch eine große Rolle und man kann diesen Partner echt, also er riecht wie Milch und Honig irgendwie und es ist ein mega Geruchserlebnis. Auch das wird vielleicht ein Stück normaler, trotzdem sollte man sich natürlich, also wenn man sich nicht riechen kann, dann stimmt ja auch die. Also auch die Körperchemie nicht, ne? Da werden ja irgendwie Immunsystem wird irgendwie ausgeglichen, ich weiß nicht was. Aber tatsächlich ist es so, dass wenn man sich da so rausarbeitet aus dieser toxischen Anziehung, dass ein also sicherlich ein gesünderer Partner, bin ich mir ganz sicher, dass da tatsächlich das Unterbewusstsein dann auch manchmal so einen Riegel vorschiebt und man sich wirklich, ja, gewöhnen muss an dieses Neue und das ist jetzt eine extreme Sache bei dir, aber es geht tatsächlich häufig über den Geruch, also du bist da nicht allein mit, das habe ich schon öfter gehört. Und das ist im Grunde genommen da, wo du jetzt stehst. Du willst das Alte nicht mehr, das Neue ist aber auch noch nicht so richtig da und ja, jetzt gilt es eben weiter zu gucken und jemand zu suchen, bei dem eben Chemie und Kompatibilität doch noch besser übereinander liegen. Aber tatsächlich, also das ist sicherlich hier, denke ich, nicht überwindbar, vermute ich mal, werden glaube ich alle so sehen, aber tatsächlich ist es so, dass man in gesunden Beziehungen, ja, also es ist nicht so, wie ihr denkt, dass man so irgendwas Gruseliges überwinden muss dann. Also es gibt vielleicht, keine Ahnung, vielleicht gibt es kleine Irritationen in einer gesünderen Beziehung, die man, wo man einmal drüber weg kommen muss oder dass irgendwas nicht ganz so edgy, crazy ist. Aber das ist viel kleiner, als ihr denkt. Also das ist, es ist nicht so, wie soll ich das mal sagen? Also wenn ihr in eine gesündere Beziehung kommt, dann ist einfach dieser, wie mal sagen, es ist, das Gesamtpaket stimmt einfach irgendwo. Vielleicht gibt es da irgendwelche Kleinigkeiten, wo man sich nochmal dran gewöhnen muss, weil es sich nicht genauso anfühlt wie das Alte. Aber insgesamt ist es tatsächlich eine gute Übereinstimmung von Chemie und Kompatibilität. Also nicht, dass es, ihr müsst nicht die Chemie aufgeben. Aber das ist, wo du eben stehst und wo es eben weiter zu gucken gilt. Gibt es da noch Teile in dir, die noch dagegen stehen, dass du jetzt schon die Beziehung bekommst, die du dir wünschst,
Woran gilt es dann noch zu arbeiten? Du kannst natürlich weiter daten. Ich würde das denke, du warst jetzt genug alleine so. Aber ja, es gibt da wohl noch deine Bestellung genauer zu fassen. Und aber ja, gesunde Beziehung zeichnet sich aus meiner Sicht, oder eine gute, richtig gute Kompatibilität auf allen Ebenen zeichnet sich daraus aus, dass es eben ganz wenig Irritationen gibt. Es gibt nicht dieses crazy edgige vielleicht, aber es gibt auch praktisch keine Irritationen. Also dieses, ja, es fühlt sich einfach richtig an und es geht einfach voran und ja, und es gibt nicht dieses permanente Hinterfragen, ist es das richtig oder so, man irgendwie weiß man, dass es passt. Ja. Und es bleibt selber irritiert darüber, aber es ist nicht dieses ständige Hinterfragen und Quälen oder über irgendwelche Widerstände hinweggehen. Dein Bauchgefühl sagt dir genauso, dass das hier nicht das Richtige ist, wie das in toxischen Beziehungen sich bemerkbar macht. Ja, ich hoffe, das war jetzt irgendwie verständlich, was ich gesagt habe. Und wir werden es bald wiedersehen.